Four Seasons TV präsentiert Traumziele wandern. Unser erstes Traumziel liegt im Süden Deutschlands in den oberbayerischen Bergen. Der Tegernsee. Die sanft hügelige Voralpenlandschaft punktet mit traumhafter Aussicht, 300 Kilometer markierten Wegen und 26 ausgewiesenen Wandertouren von leicht bis fortgeschritten. Highlight der Region, der Wallberg bei Rottach-Egern. Die gut 900 Meter Aufstieg sind mittelschwer und dauern bis zu 2,5 Stunden. Wer will, kann sich aber per Wallbergbahn 800 Höhenmeter sparen. Unser Tipp, packen Sie ruhig etwas weniger Proviant ein. Im Tegernseer Tal gibt es auf den vielen urigen Hütten und Almen günstige, zünftige Brotzeiten. Und übernachten kann man teilweise auch. Die beste Wanderzeit im Tegernseer Tal ist von Mai bis Oktober. Unser zweites deutsches Wandertraumziel liegt eingebettet zwischen Frankreich und Luxemburg. Das Saarland. Das kleine Bundesland bietet Wanderern nicht nur eine abwechslungsreiche Natur mit sanften Auenlandschaften und alpin anmutenden Felsen, sondern unterwegs auch zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten. Die Wanderpfade sind weitgehend naturbelassen und führen an Gewässern vorbei, durch Wälder und Schluchten. Eine saarländische Besonderheit sind die 7 Tafeltouren. Diese mit einer Kochmütze gekennzeichneten Wege belohnen den Wanderer am Ende immer mit einem ganz besonderen Höhepunkt der saarländischen Küche. Unser Four Seasons Tafeltouren-Tipp, der Kirkeler Felsenpfad. Mittelschwer und 8 Kilometer lang führt er an bizarren Sandsteinfelsen entlang. Die Tour dauert 2 Stunden. Unterwegs verführt sie mit diversen regionalen Einkehrmöglichkeiten und endet an der Burgruine Kirkel. Die beste Reisezeit, um die vielen schönen Wege des Saarlandes zu erkunden, ist von Mai bis September. Unser drittes Traumziel liegt im Südosten der Bundesrepublik, zwischen der Donau und der bayerisch-böhmischen Grenze, der Naturpark Bayerischer Wald. Mit gut 24.000 Hektar das größte Waldnaturschutzgebiet Mitteleuropas. Das Besondere? Hier darf und soll die Natur wuchern, wie sie will. Das zeigt am besten die Urwaldtour bei Zwiesel. Wanderer können hier 3,5 Stunden ursprüngliches Dickicht erkunden und echte Baumriesen bestaunen. Zum Beispiel die größte Tanne Europas mit 52 Metern. Unser Four Seasons-Tipp: Planen Sie im Bayerischen Wald einen Abstecher zum Haus der Wildnis in Ludwigsthal ein. Auf einem leichten, 2,5 Kilometer langen Rundweg durchs Tierfreigelände können Sie hier mit etwas Glück seltene Luchse beobachten. Wer Anstrengung und Ausblick sucht, besteigt im Anschluss den Großen Arber. Von Bayerisch-Eisenstein aus ist der 1456 Meter hohe Gipfel in mittelschweren 1,5 bis 2 Stunden zu schaffen. Und wer will, kann auch oben übernachten. Beste Reisezeit ist Mai bis September. Wunderschönes Bergpanorama im Tegernseer Tal. Tafeltouren auf naturbelassenen Wanderwegen im Saarland. Oder Urwald pur im Nationalpark Bayerischer Wald. Beim Wandern in Deutschland ist viel Abwechslung geboten.